Wie könnte ich jemals den Tag vergessen, an dem der große Sturm über die Ortschaft Villers-Cotterêts hinwegfegte? Man schrieb das Jahr 1780 und ganz Frankreich ächzte unter der absolutistischen Herrschaft seines Königs. Meine Mitbrüder und ich führten bereits seit etlichen Jahren eine im Umkreis der Besitztümer des Duc d'Orléans weithin bekannte Klosterschule. Das Unwetter, das an diesem Wintertag urplötzlich mit großer Heftigkeit hereinbrach, hatte uns genötigt, alle Schüler auf der Stelle nach Hause zu schicken. Bruder Martin läutete die Sturmglocke, um alle Einwohner in der Umgebung zu mahnen, die Sicherheit ihrer vier Wände nicht mehr zu verlassen. Es war bereits fast Abend und der Sturm peitschte noch immer in unverminderter Härte den eiskalten Regen gegen die Fenster unserer kleinen Kirche, als mich plötzlich verzweifeltes Klopfen an der Pforte aus meinem Gebet riss. Wer mag das sein? Abbé Fortier, bitte, öffne! Öffne doch, Abbé Fortier! Das ist euer ehemaliger Schüler Thibaut, der eurer Hilfe bedarf! Bitte, so öffne doch! Thibaut, du? Danke, danke. Bitte lass mich ein, Abbé. Natürlich, aber ich verstehe nicht. Ich habe niemanden außer euch, an den ich mich sonst wenden könnte. Ihr wisst, mein Vater ist schon lange tot und er war mein letzter Anverwandter. Natürlich kannst du immer zu mir kommen. Aber was hat dich nur geritten, bei solch einem Hundewetter den Weg hier heraufzuwagen? Kein vernünftiger Mensch, dem an seinem Leben etwas liegt, sollte bei diesem Sturm das Haus verlassen. Mein Leben bedeutet mir nichts mehr. Mit Freuden hätte ich den Tod begrüßt, wenn er mich auf dem Weg hierher ereilt hätte. Schweig stille und versündige dich nicht. Bitte, hört mich an, Abbé. Ihr wart früher immer gut zu mir, auch wenn ich keiner eurer hochwohlgeborenen Schüler war. Dein Vater hat hart gearbeitet, um dir eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Und doch war es das Zusammensein mit denjenigen, die begüterter und etwas Besseres waren als ich, das mich dahin brachte, wo ich nun bin. Du sprichst in Rätseln. Komm, zieh erst einmal deine nassen Kleider aus. Nein, nur das nicht, nur das nicht. Dann würde euch meine Schande offenbar und ihr würdet mir die Tür weisen, ehe ich mir von der Seele reden konnte, was mir widerfuhr. Nein, bitte. Aber du wirst dich erkälten. Deine Kleidung ist vollkommen durchnässt. Sicher findet sich etwas zum Wechseln. Bitte, ich habe nicht so viel Zeit. Hört mich an und erteilt mir Vergebung für das, was ich getan habe. Mehr verlange ich nicht von euch. Bitte. Tja, nun gut, so sprich, mein Sohn. Hier sind wir vollkommen ungestört. Es war ein Fehler meines Vaters, mir eine Erziehung angedeihen zu lassen, die mich über meinen Stand erhob. Er hat es nur gut mit dir gemeint. Das bestreite ich nicht. Aber was nützen mir die beste Ausbildung, mein gutes Aussehen und meine vielfältigen Fähigkeiten in diesen Zeiten, da das Gesellschaftssystem niemandem die Möglichkeit bietet, sich über den Stand, in den er hineingeboren wurde, zu erheben? Die